Und dann moinsen zum ersten Audio-Stadion-Vlog im neuen Jahr. Waren bisher zwei Auswärtsspiele und keine positiven, dann komme ich aber später drauf zu sprechen. Es ist über einen Monat her. Über einen Monat her das Spiel gegen Augsburg, was ja wunderschön war vor Weihnachten. Deswegen ist auch die Vorfreude extrem groß. Endlich wieder auf Heimspiel ausverkauft. Heimstimmung, das gesamte Drum und Dran. Auch heute sogar mal ausnahmsweise, muss ich in den letzten Tagen sagen, auch wieder echt anständiges Wetter für das Spiel. Also ne, die Rahmenbedingungen sind geschaffen auf jeden Fall. War ja keine lange Winterpause, ne, aber trotzdem fühlt sich es immer innerhalb Ewigkeit an, deswegen sehr viel Vorfreude heute da. Gegen RB Leipzig geht es. Natürlich spielt dann das Spiel auch in dem Rahmen von Tradition, von Fankultur und so Geschichten, so Sachen demonstrieren als VfB-Fans. Alles ausverkauft im Heimbereich, der Auswärtsblock nicht. Da gibt viele, viele Themen rund um RB Leipzig. Deswegen auch gegen die halt auch noch nie gewonnen. Das kommt noch dazu, gegen die zumindest mal zwei Unentschieden geholt, das war jeweils auch in Heimspielen, was ein bisschen Hoffnung machen kann, aber gegen das, ja, wie will man es nennen, wie wird es oft genannt, gegen das Konstrukt, gegen die Dosen, wie auch immer, endlich mal das erste Spiel zu gewinnen, wäre heute auch ein absoluter Traum und wäre eben auch wunderschön nach zwei Niederlagen am Stück, ne? Wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht so bei dem Thema Downfall und jetzt geht's los und jetzt sortieren wir uns ein, wie es vielleicht manche andere sind, nach eben Gladbach, nach eben Bochum, aber es sind eben zwei Pleiten am Stück gewesen, aus denen auch übrigens RB Leipzig kommt, auch die zwei Spiele am Stück verloren, die beide auch zu Hause verloren. Und da, ich bin so ein Typ dafür, für Statistiken, für so Omen, auch Omen, die man sich selber ein bisschen zusammenbaut, deswegen habe ich da ein bisschen Hoffnung drauf, weil das letzte Mal, als wir sowas hatten, als wir zwei Niederlagen am Stück hatten die Saison, das war nach Hoffenheim und nach Heidenheim, wo auch schon die ersten Gespräche kamen, die ersten, ja, keine Ahnung, Labereien kamen von wegen Downfall, jetzt geht's los. Ja, die Reaktion auf Hoffenheim und auf Heidenheim war ein überragender und überzeugender, hochverdienter Heimsieg gegen Borussia Dortmund, was damals auch ein absolutes Topspiel war, das es auch heute wieder ist. Platz 3 gegen Platz 4, Leipzig könnte uns überholen, aber noch sind wir einen Punkt vor ihnen. Absolutes Topspiel, Leipzig, muss man auch sagen, Top-Kader, ne, auch viel mehr wert als unser Kader, ist klar, auch viel, viel höhere Ansprüche als wir, die müssten normalerweise vor uns stehen, wenn man danach geht, nach dem letzten Jahr natürlich auch geht, ist ja auch ganz klar. Klar, Xavi Simons fehlt, das ist ein, ja, schweres Thema für die, aber die haben auch einen breiten Kader. Bei uns fehlt ein Karasor, auch das wirft natürlich ein bisschen Kreativität auf bei uns im Mittelfeld, also auch jedes Team hat so ein bisschen sein Problemchen, das er mitbringt und natürlich eben auch beide mit zwei Pleiten, deswegen ein Topspiel mit ein bisschen Faktor von angenockt, sag ich mal, aber die Vorfreude ist einfach zu groß, als dass ich hier irgendwie was Negatives denke. Klar, man muss auch mit einem Punkt gegen Leipzig zufrieden sein. Man kann hier heute auch verlieren, ist klar, aber ich bin sehr, sehr positiv, habe sehr, sehr große Hoffnung. Ein erster Sieg wäre so schön gegen die endlich mal. Und vielleicht stimmt ja sogar das Omen aus dem letzten Möchtegern-Downfall, den wir hatten da mit Hoffenheim und Heidenheim. Deswegen ab ins Stadion, Tradition aufdrücken, Stimmung aufdrücken, dem Spiel unseren Stempel aufdrücken, Heimspiel mitnehmen. Let's go. Schlepper, das sind deine Tradition. Oh, VfB, solange wir in der Kurve stehen, wird noch deine Fahne weiter wehen. Oh, VfB, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh, auf geht's, Stuttgart, schieß ein Tor, schieß ein Tor, schieß ein Tor. Auf geht's, Stuttgart, schieß ein Tor, schieß ein Tor, schieß ein Tor. Aber deutlich haben die Hand, ey. Aber wenn er rausgeht, schon mal ein gutes Zeichen. Ja! Jetzt geht's ab. Vertragsverlängerung und der Filter bekommt von der Mann.
auch mal so ein Eisenhals. Geil, wenn der Gegner ein Tor schießt und du hörst davon nichts. Nach einer Scheiße geht's auf die Reise. Shooter, Italiener!
gegen die Großen. 1893, hey! Hey! 1893, hey! Hey! 1893, hey! Hey! 1893, hey! Das scheint dann wohl dieser Downfall zu sein, von dem alle reden, aber wie ihr es kennt, erstmal chronologisch, Stichpunkte vor mir, gehen wir rein. Wir haben wieder 12 Minuten geschwiegen, beziehungsweise von der Kurve aus, Ultras aus, 12 Minuten geschwiegen, ne, Klassiker, Thema Investor, am selben Spieltag eben auch Thema RB. Ja, finde ich in Ordnung grundsätzlich erstmal, muss ich aber auch da sagen, um das auch abzukürzen, ne, ist deren Recht, können sie machen, ist halt, ne, auch ein wichtiges Thema, ist alles in Ordnung. Ich sag mal so, ich fände es schade, aber wenn wir es wirklich die komplette Saison jetzt auf einmal durchziehen in dem Sinne, weil jetzt haben wir es gegen Augsburg gehabt, gegen München gehabt, jetzt hatten wir es hier, weiß gar nicht, in Bochum hatten wir es auch, in Gladbach vermutlich auch, weiß ich gerade auch nicht auswendig, aber ich fände es ein bisschen lästig, sage ich mal, wenn es bis zur Saisonende durchgeht, einfach auch aufgrund dessen, dass, ja, ich glaube, der Standpunkt ist klar von den Fans oder von den Ultras, der Standpunkt ist klar, wie es aktuell aussieht, DFL und so weiter. Ich glaube, da wird sich nichts dran ändern, nur weil man jetzt auf einmal jeden Spieltag 12 Minuten lang schweigt. So, wie gesagt, ich finde es völlig in Ordnung und gehe da auch mit und sowas. Aber ich fände es schade, wenn es jetzt jeden Spieltag aufs Neue hat, weil es halt einfach auch wirklich komplett scheiße ist im Stadion. Fertig aus. Ist einfach ein scheiß Gefühl, die ersten 12 Minuten. Auch da, Thema scheiß Gefühl für die Überleitung. Ihr kennt es alle, rote Wurst im Stadion, dies, das. Beim VfB ist die rote Wurst auch immer besser geworden. Nur was mich echt auch stört, so sehr stört, dass ich jetzt hier mal anspreche, tatsächlich, aber viele können es auch nachempfinden, ist ja nicht nur beim VfB so, aber wir haben seit Jahrhunderten Stadion, seit Jahrhunderten rote Wurst im Stadion übertrieben gesagt und es kriegt trotzdem seit Jahrhunderten niemand hin, dazu ein gescheites Brötchen hinzusetzen. Wie gesagt, die rote Wurst beim VfB ist echt in Ordnung. Und dann kriegst du halt dazu noch ein Stück Baumrinde. Das ist wirklich unglaublich. Da kannst du Fenster mit einwerfen, jedes Mal aufs Neue. Das ist keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie davon abhält, da halt irgendwie noch ein Ticken besser zu werden, was das angeht. Aber jetzt wirklich mal rein ins Spiel. Wir hatten jetzt wieder den Fall, dass Leipzig seinen Block nicht ausverkauft hat, ist ja klar. Und eben drüber VfB-Fans ran durften. Da wusste man ja noch mit dem Banner von letzter Saison, mit dem Pfeil nach unten und dem Spruch gegen Leipzig. Diesmal ging das nicht, weil da waren die ersten paar Reihen ja einfach schwarzes Tuch drüber, sage ich mal, mit dem ist sowas nicht passiert. Schade, wäre nochmal witzig gewesen wahrscheinlich. Angesprochen schon, erst 12 Minuten gab es keine Stimmung, deswegen hast du ein bisschen Leipzig gehört und gesehen, dass wir das gemacht haben. Das wurde auch sofort weggepfiffen von uns, die Leipziger Stimmung. Und dann kamen die Tennisbälle. Letzte Woche waren es Münzen, jetzt Tennisbälle. Die Aktion finde ich auch mal ganz nett eigentlich und tut keinem großartig weh. Vielleicht stürzt ein Spielfluss im weitesten Sinne oder im schlimmsten Sinne. Aber finde ich immer in Ordnung, die Aktion mit Tennisbällen und so Geschichten. Wir waren echt gut drin, also ich war zufrieden mit dem Start auf jeden Fall. Dann der Elfmeter, habe ich den tatsächlich noch nicht nochmal gesehen, aber habe es mir erzählen lassen, dass es wohl eindeutig war. Wieder so ein Thema von Handspiel und so und keine Absicht, aber wohl eindeutig. Und dann macht den Mio eiskalt rein. Also ist die Frage, wer macht denn jetzt? Silas nicht da, Gerassi nicht da, Undorf schon mal verschossen, Führig schon mal verschossen. Mio hat es eiskalt gemacht, das Ding. Danach prompt danach, ich glaube 5 Minuten oder sowas danach, geile Hütte unter, wirklich geil genommen drauf, gelauert, 16 Meter Kante, geil genommen, auch technisch gar nicht so einfach, aber eben schön mit dem Hopser, wenn ich es richtig im Kopf habe, genommen, in die lange Ecke, eiskalt, geiler Scheiß, 2-0 gegen Leipzig, aber dann auch genauso prompt kommt der Anschlusstreffer, ja, dummes Gegentor, so kann man es, glaube ich, verorten, weil es halt komplett vermeidbar ist, weil es halt nach einer Ecke passiert und der Kollege da wirklich komplett blank steht. Das heißt, da ist einfach irgendwas komplett schiefgegangen in der Situation, irgendwer seinen Mann nicht gehabt, irgendwas passiert. Leider vermeidbar, wahrscheinlich auch ein Ding, was dann Trainer richtig ankotzt, solche Gegentore. Leider gefallen ist 2-1. Dann noch, ja, gut eine Chance gehabt, der gute Herr Leveling vor der Halbzeit, der wäre ein bisschen mehr gegangen. Also das Ding hätte er zumindest mal aufs Tor bringen dürfen. Sonst waren wir besser, fand ich. Das war auch ein ganz anderes Gefühl offen oder Gefühl für mich und Gefühl eben, was vom Platz rüberkam.
Da war eine andere Sicherheit drin wieder, ein anderes Selbstbewusstsein wieder drin, ja, Passgenauigkeit oder einfach ein bisschen mehr Schärfe drin, alle gallig, auch in Zweikämpfen, im Pressing, als jetzt gegen Gladbach, als jetzt in Bochum. Da einfach noch das Stückchen mehr drin in dem Spiel heute, als jetzt in diesen beiden Auswärtsspielen. So kam es zumindest für mich auf jeden Fall rüber. Leistung wirklich sehr, sehr ordentlich. Einfach auch eiskalt gewesen, ne? Die Tore, Elfmeter, das eine Leipzig-Ding, viel mehr war da auch nicht drin von den Chancen. Wie gesagt, Leveling vielleicht noch, aber auch gut eiskalt gewesen. Und dann, zweite Halbzeit, fällt's doch endlich. Ne? Und das war so ein bisschen, ums Böse, sage ich mal, aber witzig böse zu formulieren, dann wusstest du, heute geht alles, weil Leveling hat getroffen. Endlich Leveling. Vielleicht jetzt ist die Nuss geknackt worden endlich, vielleicht setze ich jetzt irgendwas frei. Weil der Akkord ja schon macht echt gute Leistungen immer wieder auch, aber vorm Tor halt oft sehr, sehr, ja, wenig gewesen. Jetzt macht er sein Ding, ne, auch schön nochmal reingelegt von Wagnermann. Er stochert das Ding quasi, sag ich mal, rein, steht da, wo er stehen muss. 3:1, sehr, sehr geile Führung auf jeden Fall. Und dann ist halt das Thema bei RB Leipzig, weil wir waren heute besser, ist auch logisch, wenn man aufs Ergebnis am Ende schaut. Aber Gefahr ist halt immer da bei so Teams wie RB Leipzig mit der individuellen Qualität. Hast direkt gesehen, Openda, ja, macht seine Meter, hält kurz an und kloppt das Ding, ja, zirkel das Ding in den Winkel. So, das ist halt die Qualität. Und da kannst du noch so ein gutes Spiel machen, wenn du so gegen Mannschaften triffst, die so Qualität haben, so Einzelspieler haben, dann fällt da mal so ein Ding, auf einmal steht es 3:2, obwohl es sich eigentlich sonst von Leipziger nicht groß angedeutet hatte, aber auch da wieder geile Reaktion, sofort das 4:2, auch da Undav war es, zweite Hütte für Undav, dann 4:2, sofort schnelle Reaktion, Flitzer war mit am Start, also ein angezogener Flitzer, ich glaube, man ist immer noch Flitzer dann, einfach geil, auch wichtig für uns Fans zu sehen oder auch wichtig für den Spielverlauf generell zu sehen. Wusstest du, was gut heute, du warst richtig gut heute am Ende des Tages, wenn man das Ergebnis anschaut und eben alles bewertet, aber im Spiel selber, in den Szenen selber und boah, jetzt doch nochmal 3:2 Leipzig und gut, da ist schon Qualität da, war es ein unfassbar wichtiges und geiles Zeichen auch, direkt zurückzukommen, direkt 4:2, auch da habe ich nochmal dazu aufgeschrieben, was für ein Spiel, jeder wach, eiskalt, einfach wirklich geil. Undav setzt noch ein weiteres Ding drauf, der war auch komplett blank, darf ja quasi, ich glaube, einmal schießen, dann hält dann, kriegt ihn zurück, nochmal Zeit, um das Ding nochmal reinzukloppen, dann auch schon nach dem Freistoß, der komplett frei gewesen, also auch Vogelwild von Leipziger Seite aus da und macht einfach drei Glocken, der Mann. Drei Hütten, Dreierpack geschnürt, das müsste, glaube ich, auf 12 stehen, was auch absoluter Vollwahnsinn ist. Ich glaube, Guirassy und Undav sind jetzt zusammen, wenn ich es richtig gesehen habe in den Statistiken, das Top-Duo in Europa, in der Bundesliga auf jeden Fall, aber auch in Europa. Beide zweistellig, das ist komplett, komplett wahnsinnig, einfach geil. Und ja, das hat es bestätigt dann. 5:2, damit war das Thema durch. Ein paar Einwechslungen kamen noch rein, unter anderem Di Benedetto, sehr, sehr geil auf jeden Fall, auch für ihn eben junge Spieler reinzubringen, aus der U19, die jetzt mittlerweile, oder U21, eben jetzt auch viel auf der Bank sitzen, war ja auch ein Raul Paulo noch auf der Bank, ein Moussa Cissé noch mit auf der Bank und eben jetzt diesmal Benedetto die Minuten bekommen. Raimund, ja, ein anderer, der noch schon auch mal Minuten bekommen hat, der heute gar nicht dabei war, aber eben ist eben diesmal Di Benedetto im Mittelfeld und war es auch echt ordentlich. Hat nicht viel bekommen, ne? Ich glaube, so mit 10 Minuten dann mit Nachspielzeit, aber die fand ich echt in Ordnung. Also, ich sag mal, weder auffällig schlecht noch auffällig gut, aber halt einfach gute Situationen dabei gewesen, Situationen gelöst, einfach grundsolide sein Ding gespielt und das musst du auch erstmal machen in deinem Bundesliga-Debüt. Klar, wie gesagt, Leipzig war heute nicht besonders gut, das lief einfach wirklich durch, wir haben einfach ein geiles Spiel gemacht, ein überragendes Spiel gemacht, das heißt, gut auch, um so in so ein Spiel reinzukommen als Benedetto, das ist was anderes, wenn du jetzt hier kurz vor Schluss reinkommst, steht 1:1, natürlich auch ein bisschen angenehmer in so ein 5:2 reinzukommen, aber trotzdem musst du erstmal so dein Mann stehen gegen RB Leipzig, fand ich sehr, sehr in Ordnung, mal mindestens sehr, sehr in Ordnung und auch da das Thema, wir haben ein richtig geiles Spiel gemacht gegen RB Leipzig, hochverdient gewonnen, ja, trotzdem, auch neben den Toren waren halt auch nicht so die riesen Chancen da, ich glaube, wir stehen trotzdem irgendwie auf, was weiß ich, 17:5, 15:3, auf jeden Fall irgendein hoher Abstand in den Torschüssen, aber wir waren wirklich auch eiskalt diesmal, ne? Also mir fällt es bis auf das Leveling-Ding in der ersten Halbzeit oder kurz vorm Halbzeitpfiff kein Hochkaräter mehr ein, der hätte rein müssen. Oder andersrum auch bei Leipzig sowieso auch keine Hochkaräter hätten rein müssen. Die haben auch wirklich für jede Chance oder selbst das 3:2 von denen war keine Chance, war einfach ein wunderschönes Tor so. Die waren auch eiskalt. Wirklich richtig geil, auch eine unfassbar geile Reaktion eben auf das Spiel dann, oder auf die Spiele, die wir verloren haben, Gladbach-Bochum, deswegen auch der Anfang und deswegen ist auch das, man kann es natürlich ein bisschen als salty betiteln oder ein bisschen als
fast sogar arrogant betiteln, keine Ahnung, aber es ging so auf die Eier und ich habe es, glaube ich, auch in jedem VfB-News-Video gesagt, im Spielfazit gesagt zu Bochum, zu Gladbach, dass mir dieses Downfall-Gelabere auf die Eier geht. Natürlich, auf der einen Seite ist klar, es gibt halt die Fanbases online von anderen Vereinen, diese Typen nicht sich natürlich darüber freuen, wenn wir mal verlieren. Wahrscheinlich auch eben aus Frust heraus, wie es bei dem eigenen Verein läuft. Dortmund-Fans, Gladbach-Fans und so waren da recht auffällig rund um, ja, um die Spiele jetzt im letzten Spiele. Aber halt eben auch aus den eigenen Reihen. Ne? Gab es genug, die geschrieben haben, so, guck mal hier, ne? Jetzt Hochmut und Fall und so Geschichten. Also da gab es echt einige, die, finde ich, ein bisschen arg übers Ziel hinausgeschossen haben. Auch eben die ganzen Bedingungen jetzt mal mit reingenommen, Afrika Cup, wichtige Spieler weg, junges Team, was auch Hünes jetzt auch wieder gesagt hat, da dann wieder von Downfalls reden und jetzt werden sie einsortiert und bla bla bla. Deswegen habe ich es ja gesagt, ne, gutes Omen, vielleicht auch selber sich ein gutes Omen gebaut, wie auch immer, mit eben letztes Mal Hoffenheim, Heidenheim, danach kam Dortmund. Jetzt hat man eben Bochum, Gladbach und danach kam mit sowas wie Leipzig jetzt heute. Also das tut einfach sehr, sehr gut und ich finde, dann kann man auch den Spruch, sage ich mal, zurückdrücken im Sinne von, war das jetzt dieser Downfall, von dem alle reden? Und auch da muss man sagen, klar, Leipzig war heute schlecht, ist in Ordnung, kann man anderen Leuten geben, die dann uns quasi auch für das Spiel heute jetzt nicht die kompletten Lorbeeren geben wollen, weil Leipzig halt auch nicht schlecht, auch nicht gut war. Aber es gibt eben auch Gründe, warum Leipzig nicht gut war. Und das war eben auch der Grund, weil wir heute einfach richtig gut waren. Es war eine geile Leistung über 90 Minuten. Und jetzt auch mittlerweile an Spieltag 19 oder was wir jetzt haben, wird es, glaube ich, auch schwierig, auch für die letzten Fans, wie gesagt, auch gar nicht aus unserem Fanlager, auch aus anderen Fanlagern, wird, glaube ich, auch für die letzten Fans schwierig, dann immer zu sagen, ja, in jedem Spiel, das der VfB gewonnen hat, waren aber auch die Gegner nicht so gut. Das wird, glaube ich, langsam ein bisschen albern nach 19 Spieltagen. Deswegen wunderschöner Tag, ein absoluter Feiertag im Stadion gewesen. Geile Stimmung, ab Minute 12, ne? Geile Stimmung gewesen, 5-2 gegen Leipzig, erster Sieg gegen die, endlich mal, war immer noch ein absolutes Topspiel, das ist eine Top-Mannschaft, hochverdient und wirklich teilweise vorführend geschlagen. Das ist krass, das ist noch nicht ganz angekommen, sage ich ganz ehrlich, sowas braucht man ein bisschen, bis das komplett verarbeitet ist, bis eben ist auch die Schicht von mir jetzt quasi dann durch ist mit Vlog, mit Arbeit, rund ums Spiel, bis quasi alles fertig ist und man mal einfach ganz nüchtern auf das Spiel guckt, ganz in Ruhe auf das Spiel nochmal guckt, Revue passieren lässt und dann sagt so richtig rein so, wow, 5-2 Leipzig, holy shit, das wird wahrscheinlich dann morgen, übermorgen oder sowas passieren. Wunderschön gewesen auf jeden Fall. Jetzt hast du in 11 Spielen davor, ne, 9 Niederlagen, 2 Unentschieden, nur 4 Hütten gemacht gegen die. Und jetzt machst du in einem Spiel 5, auch so ein bisschen die Revanche zum 5-1 in der Hinrunde. Alles wunderbar, alles geil einfach. Auch am Ende, dass du einfach gegen Leipzig in der Nachspielzeit noch singen kannst, von wegen einer geht noch rein. Wunderbar einfach, traumhaftes Spiel, oh, wie ist das schön, das ist das Feeling nach diesem Spiel auf jeden Fall, gerne eure Meinung und alles in die Kommentare, wie immer, ganz klar, auch ganz klare Geschichte, gerne kostenlos Like und Abo da lassen, ist auch richtig und wichtig, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.